It's Fun Friday! Woo! Fun Friday! This is vlog 6, Electric Cool Boy. Hang on. Yeah. Fun Friday! Yay! I've made the sign bigger as well. So this is vlog 6, we've done vlog 5. So this is the Techno World Tour, the Techno World Tour Europe, Vienna, Budapest. The Techno War Tour? Who are they going to invade then? Oh my god. You mean worlds! Get your words out, world. Dash! Worlds! And tea. And tea. Cheers. Support the lifeboats. Yes. Nobody else will. Right. Oh my god. Everybody! Vlog 6. Yes, we're looking forward to this. Excited! Should we dive in? I think we should. I think we should sit down. Relax. Yes. Enjoy your tea. Turn it up to 11. Yeah, it's really loud. And play the tape. Awesome. Enjoy. Flawless. Happy birthday to you. Oh, diese Stimme. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Daniel. Happy birthday to you. Danke schön. Kevin, was ist los? Guck mich an. Ja. Guck mich an. Ich kann nicht gucken, Alter. Wir haben 2 Tage. Ja. Dieser Block besteht nur aus 2 Tagen. Mhm. Ich brauche dich ja. In Topform. Dieser Christian, der filmt immer nur dich! Wir brauchen dich. Dich brauchen wir mal in Topform. Ich kann gar nicht verstehen, warum du immer mich filmst. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Und das mit dir und mir, das sollten wir längst auf die nächste Stufe gehoben haben. Findest du? Ich hab's noch nie geschafft. Guck mal, gib mir 5 Minuten. Dann würde ich gerne eine Geschichte erzählen. Und zwar, damals in Amerika, da hat der Kevin, abgesehen davon, dass, also ich sag mal so, ich erzähle die Geschichte folgendermaßen. Kevin stand im Bus, hat seinen der aber eigentlich nur weil er gar keinen Bock hat. Und folgendes ist passiert. Pascal und ich standen und haben gesagt, Kevin, niemals wirst du es jetzt schaffen. Er hat gesagt, Challenge accepted. Zu bearbeiten. Wir haben alles getan, damit Pascal hat wir haben irgendwie Kacke und das war einfach nur krass und am Ende hat er auf seiner locker einen Bus und seitdem, das ist eine True Story, seitdem hat er meinen vollsten Respekt. Ich finde es schön, dass er am Ende wenigstens gesagt hat, seitdem hat er Respekt vor mir. Maschine. Hast du wieder Maschine in deiner Hand, ne? Hey. Ja, guten Morgen, hast David. Hast du wieder Maschine in deiner Hand, ne? Guten Morgen. Die Maschine mit ganz vielen Leuten da, ne? Sehe ich. Ja, geht's dir gut. Aber du hast auch Maschine hier. Ja, danke. Ich habe Maschine. Ich habe Sport gemacht nach Leipzig, ne? Aber so ein bisschen trainiert. Wo sind wir heute? Wir sind heute in Wien, in Vienna. Im Gasometer, ne? Im Gasometer sind wir heute. Wir haben viel Platz heute, Kurva. Ist große Bude. Wir machen heute Rock'n'Roll. Musiker Bum Bum in Vienna. Geil. Danke. Guck mal, richtig, richtig geiler Typ, ne? Ja, vielen Dank, zeig ich dir. Okay, vielen Dank. Gut, das war neu. Ne? Schön. Auch voll heute, ne? Auch voll. Ja, ausverkauft. Ja, natürlich. Was auch sonst, ne? So kennen wir das. Na, fragen wir nicht mehr nach. Pass auf! Der Chris hat eine Überraschung mitgebracht. Und zwar, pass auf, Christian, das sind das allererste Mal in unserer Bandgeschichte haben wir eigene Sticks. Fall es mal ein. Zitter schon. Ist das geil oder ist das geil? Ist geil, aber shit, da steht sogar ein Autogramm drauf. Da ist sogar ein Autogramm drauf. Electric Callboy. Von Vic Firth. Yeah. 5B. Sind right. die Spiele? Right. Die dicken Dinger, ne? Die dicken Dinger. Deine Klasse, guck mal hier. Da sind unsere Sticks. Oh, wow, Alter. Ist geil oder mega geil? Mega nice. Ich muss mal kurz checken, ob das überhaupt das gut ist. Ja. Geil. Ja. Du kannst mehr Stick-Tricks als ich. Das ist der Hammer. Aber, weißt du, warte, wenn man ganz genau hinhört, pass mal auf. Oh, ich liebe es. Oh, danke, Big Firth.
Wir reden ja auf der Bühne immer so fleißig von unserer Tourfamilie, Crew, wie man es auch nennen mag. Da sind so viele Menschen mittlerweile dabei, die den ganzen Kram jeden Tag auf- und abbauen. Ich zeige euch die Leute alle mal. Deswegen kommen wir mit, wir haben uns zu trinken mitgenommen und ne, ganz wichtig, safety first. Ne? Let's go. Du wirst merken, wenn wir uns mit der Kamera nähern, auf einmal fangen die ganz wild an, irgendwo rumzukramen, als wenn sie irgendwie total beschäftigt wären, weißt du? Und ich sag ja jetzt auch nicht von mir aus, dass dann alle faule Wichser sind, ne? Aber. Aber. Das ist Chef 2 von 5, was die Kameraführung angeht. Das ist der Oliver. Oliver, wie geht es dir? Sehr gut, Kevin. Danke. Ist die DD236, ist aufgebaut schon? Ja, ja, wird perfekt. Wird alles. Kommt Kübelstück fehlt noch oben drauf, ja, ne? Ja, kommt noch drauf, ne? Okay. Du kennst dich aus, ich merke das schon. Patrick, der Junge, ihr glaubt, der kann nur gut aussehen. Nein, der hat auch richtig was auf dem Kasten. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus anderen Blogs. Patrick ist im Endeffekt ist es ja die Person hinter allem, was mit Licht zu tun hat. Freut mich, dich als Freund dabei zu haben. Ne? Jetzt habt ihr das nicht gesehen. Der hat gerade noch seinen Gameboy in der Hand gehabt. Direkt zu. Und der hält den weg, nimmt sofort die Gitarre in der Hand. So. Das ist Jan. Jean. Will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, die müssen hier ran. So. Und dann ein bisschen drehen und dann geht das. So rum. Kommt eh alles vom Band. Guck mal da, wer da so. Ihr könnt doch schön abpfeifen. Das ist der Willi. Der Willi ist, sag ich mal so. Das hört er jetzt nicht, aber der Willi ist eine absolut gute Seele. So. Und der ist auch so ein bisschen. Egal, wenn mal Stress oder irgendwas ist, den Willi habe ich selten schlecht gelaunt erlebt. Das ist ganz wichtig, dass du Menschen hast, die das ist jetzt kein Scheiß, positive Vibes verbreiten. Auch wenn mal Stress ist, wir schaffen es trotzdem. Und Willi ist einer davon, einer der Grundpfeiler für diese positiven Vibes. Da vorne der Türmchenbauer, der macht jetzt so einen Jenga-Turm da, das ist der Chris. Minecraft Pro Gamer, genau. Chris hilft David bei den Drums, hat den David immer im Blick. Baut die auf, macht die sauber, hält die in Stand, also so, was man so Drumtech nennt. Guck mal. Ah, Kevin, hallo. Grüße dich. Hallo. Ja, Björn. Björn ist quasi, das ist ja eine erste Tour mit uns, ne? Ja, ist richtig. Ja. Willst du selber mal sagen, wie du dich bezeichnen würdest im Gefüge unserer... Ja, gerne. Ich mache so Stage Management, das heißt eigentlich Mädchen für alles. Das beschreibe ich, glaube ich, ganz gut in diesem Zirkus. Ja. Oh. Björn hat im Endeffekt alles, was auf der Bühne passiert, hat er quasi einen Überblick. Weil dann hat der eine mal eine Frage und der muss das von links nach rechts und von oben nach unten. Und der Björn macht sich quasi Gedanken, dass alle Gewerke auf der Bühne zusammenlaufen und gut ineinander funktionieren. Machen wir weiter. Guck mal da hinten. Labi. The Machine. Adverts. I look like a bloody Cyberman. No, you don't. Oh, I love it. It's great to see the crew. Really interesting, isn't it? Kevin is just so good. How did you speak that quick? I know. I remember everything. I know. Awesome. Amazeballs. Mm. Back in. Mm-hmm. Muss das von links nach rechts und von oben nach unten. Und der Björn macht sich quasi Gedanken, dass alle Gewerke auf der Bühne zusammenlaufen und gut ineinander funktionieren. Machen wir weiter. Guck mal da hinten. Labi. The Machine. Ist egal. Und das ist so der Mann der 1000 Gesichter. Egal, was du ihn fragst, zu welchem Thema, er kann dir immer eine Antwort geben. Das will ich sehen. Labi! Wie macht man eine gute Carbonara? Oh, ganz wichtig. Also, Carbonara. Kommt, glaube ich, aus dem Italienischen, also von den Italienern, wie heißen sie? Carbonieri oder sowas? Ja. Also sind nicht die Polizisten, sondern... Carabinieri? Nee, die sind es nämlich eben nicht, sondern Carbon im Sinne von Holz, Holzkohle. Okay. Und deswegen, ganz wichtig, bei einer guten Carbonara viel frischer Pfeffer rein, denn der symbolisiert sozusagen die Schwärze der Holzkohle von den... Leuten, die damals, die Köhler, die Holzkohle gemacht haben, die haben die Carbonara gemacht. Also wenn ihr mal irgendwann bei Wer wird Millionär seid oder so? Jetzt mal zur eigentlichen Aufgabe. Labi macht auf der Bühne unser komplettes In-Ear-Monitoring. Das heißt, das, was wir, jeder Einzelne hier bei uns auf der Bühne hört, auf seinem In-Ear, das wird von Labi grundeingestellt. Er reagiert da auf Änderungen, er stellt Profile ein, weil auch von Song zu Song die Sounds sich ändern, weil wir mal mehr, mal weniger von der eigenen Stimme brauchen oder was auch immer. Versuchen jetzt mal kurz gute Vibes anzufangen.
Hi, Willi. Hi. Ist gut, danke. Du warst ja dabei. Hi. Ja. Hi, Willi. Ja, was ist denn hier los? Hallo. Ich bin die guten Weih. Ja, da ist dann der schöne Kameramann schon. Ja. Dann haben wir doch. Siehste? Hab ich euch versprochen, habt ihr bekommen. Macht ihr dann eigentlich auch und zu so unter Kameramännern so, wenn ihr mit euren Teilen aneinander vorbeirennt, dass ihr euch so grüßt wie so Mopedfahrer? Der internationale Kamera groß ist der hier. für Schärfe ziehen, doch, die Bewegung. Genau. Einfach hier, okay, alles klar, das ist so die Surfer machen so und ja, ihr macht... Wir machen den hier, ja. Das sieht komisch aus, egal. Ist mir gerade schon dann eingefallen, aber Jungs, ne? Ja, immer, safety first, ne? Ich will ja ein gutes Vorbild sein. Ich hab gerade erzählt, du bist quasi der Mann der 1000 Strippen, weil bei dir eigentlich alles zusammenläuft. Das kann Fluch und Segen zugleich sein, ne? Ist es zu schaffen oder ist es so, dass du sagst, boah... Techno macht uns allen super viel Spaß! Cosi, was sind deine Lieblingsfragen? So, einen Tag vorher oder am selben Tag 10 Leute noch auf der Gästeliste zum Beispiel? Also wenn jetzt hier so Tabellen hängen mit Zeiten und da steht dann so zum Beispiel Frühstück, 10 Uhr, wenn dann einer kommt und sagt, sag mal, wann ist eigentlich Frühstück? Dann sitze ich zum Beispiel so und mache das. Problem, je mehr Leute dabei sind, die sich um spezifische Dinge kümmern, desto mehr verblöden die anderen. Das ist so ein Ding. So, bei mir ist es zum Beispiel, ich bin ganz unten, ich verblöde komplett. Weil einem so den ganzen Tag über irgendwie alles gezeigt wird. Kevin, geh mal zum Soundcheck. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist Cosi. Und das ist the man, der quasi alles, so die Organisation im Ganzen irgendwie unter Kontrolle hat auf Tour. Das da hinten, zeig ich mal vom Weiten, da gehen wir jetzt gleich mal hin, das ist ein ganz sympathischer Typ. Das ist der Felix. Felix ist quasi... auch Teil unserer Berlin Connection. Wir haben ein paar Leute, die kommen aus Berlin. Fahren immer zusammen. Das ist so eine Fahrgemeinschaft, glaube ich, oder? Oh ja. Da. Wo sind wir wieder dabei hier? Hart arbeitende Menschen. Guck dir das an. Und der ist so lange dabei, der bewegt sich nicht mal, wenn eine Kamera auf ihn bewegt ist. Der hat einfach die Ruhe weg. Er macht bei uns den Sound. Der macht, dass euch, sag ich mal, der Brustkorb, sag ich mal, so ein bisschen nach innen gedrückt wird, so dezent. Werner Teichek. Ja. Schön, Sie wieder hier. Herr Bollo. Und da vorne ist jetzt noch die Person, die will ich ja gerne vorstellen, das ist die Person, die, ja, die das Ganze festhält. Gibt Gründe, warum die Person hinter der Kamera ist, aber, kann auch nicht. Guckt sie euch an. Ist doch gar nicht so schlimm. Tschüss. Nee, tschüss. Wollt ihr ein schönes Vorzeichen? Danke. Ich hab dich sehr lieb. Oh, Christian hat ein langes Ding. Los, wäre ich nicht schon längst vom Markt, bekämpfst du von mir einen Ring. You ready for this? You can't beat a Derby. Ah! Oh, I love the chemistry. It's delightful. I love those sound checks as well. It's always really interesting. Oh, there's no P piano. No, no P piano. And I'll just it's Christian. It is Kevin. Oh, is it? At the keyboard. Yes. Oh, da man hier langsam werden, ne? Hier kommt mal warm langsam. So macht man dann auf. Vater. Wenn du aus dem Pott kommst, dann machst du so die Bierchen auf. Tschüss. Hast du Bock? Ich hab richtig Bock. Aber ich hab keinen Kaiserschmarrn gegessen. Und ich hab was Krankes gehört. Oder wie? Die essen Schnitzel ohne Soße. Also einfach pur. Ohne Soße. Die essen das ohne den Schnitzel einfach so? Ja, mit Zitrone und so eine Marmelade und so Quatsch. Die sind krank, was das angeht. Schnitzel isst man mit Soße. Auch wenn ich jetzt viel Hate in Österreich kriege. Das ist so wie Ananas auf Pizza. Ich sag, Soße gehört auf Schnitzel.
Oh, Christian, du triffst dich aber immer in den besten Situationen. Ich sag mal, den riechen die Leute ein bisschen aus. Ja, ja. Ich habe mich heute auch ein bisschen zurückgehalten. Ich habe heute auch irgendwie keinen Bock auf Kamera gehabt, so irgendwie auf dich auch nicht so, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber jetzt gerade spüre ich die Liebe. Das ist gut. Can you feel the love tonight? Oh, ich verliere meinen Ring. Aua! Leute, aua. Ja. Volles Programm. 3, 2, 1, go! We are hungry for hungry. Ha! Frag mich mal, ob ich den gefallen tun kann. Irgendwas. Ja, Pascal, kannst du mir mal den Becher da geben, der da steht? Ja, Christian. Budapest ist die Hauptstadt von? Ungern, aber mach ich. Mach ich gerne. Nee, also ich mach keinen. Ich geh im Bus. Ich geh im Bus. Nein, mach nichts. Ich geh im Bus. Nee, ich geh mal schlafen jetzt. Und dann. Nee, ich geh jetzt im Bus. Nee, war kein Knaller. Das reicht. Ich hab keinen Bock mehr. Hauptsache Jamaika, sag ich. Witzig ist, wie der Nico sich heute gemault hat. Ja, oh, der ist ihm gefallen. Der ist auf den Arsch gefallen. Der tut sein ganzes, darf ich sagen? Ja. Die Popomuskulatur, Steißbein, der ist auf dem Steißbein gefallen. Das dem tut sein Arschloch weh. Ja, oh, er piept das doch, das Loch wenigstens. Dem tut das wirklich weh, der ist wirklich hingefallen. Aber der hat jetzt ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren, weil ja. Wir waren ja gestern in Wien, heute in Budapest, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, was soll ich sagen? Das war eine Party einfach, eine richtig, richtig geile Party. Guck mal, wir hatten jetzt knappe Woche frei, so. Und das tat auch richtig gut. Aber du kennst das doch selber, Alter. Du bist ja auch jetzt schon lange dabei, bist ja auch ein alter Hase. Ne? Irgendwann hast du so, du hast so Fernweh, so. Man hat Heimweh, dann kommt man nach Hause und dann hast du wieder Fernweh. Da willst du zurück auf die Bühne. Und wenn du dann so eine Show hast, wie die heute, aber Nico, dann lohnt sich das einfach. Aber Nico, ja. Wenn du nicht da bist, ne? Ja. Wie kann ich denn dann zu Hause sein? Christian, ey, ich hab dir jetzt schon 100 Mal gesagt, Alter. Ey, halt dich da raus. That went so quick. No, I'm sure there's vlog 7. Yeah, there is. Oh, vlog 7. Yeah, no, that's not it. There's 10. Don't want it to end yet. No, I think there's 10. We don't want it to end yet. No, I know. It went so quick. Oh. And there's new vlogs. There's new vlogs with his school that he started. What's the name of the drummer? Daniel? No. Oh, complete. That's not good. He's just stood there with a girl, and he did that sort of like school, didn't he, of music. Yes. How can I forget the name of the drama? Unbelievable. It'll come to me at some point. Brilliant. Love it. I enjoyed that. Again, with the vibes, and Kim's so funny. He was wearing a safety helmet. That made me laugh. So fast as well. Yeah, yes, love it. They all seemed a bit more like they'd had a bit of a break, and they seemed a little bit chilled, which is good. Yeah. And that looked banging, that concert. Yeah. Oh, that looked banging. Anyway. Love it. Love it, love it, love it, love it, love it, love it. Still always love it, yes. Just be trying to think of his name. No, it's gone. I swear it's Daniel. No, he's not Daniel. Oh. Daniel. Oh, anyway. When's Susie 3 coming out? Season 3? Susie 3. Oh, Susie! Susie 3! Susie 3! Via 5. Is it Via? Three? Ugh. This is so embarrassing. Drei.
Zwei. Rammstein. Drei. Eins. Drei. Forgotten. Zwei. Drei. Zwei does the fünf. Yeah, sechs. Sieben. Sechs. Acht. Nein. Yeah, we got it. Tiles. Yeah, we're not doing Rammstein. That's cool. We enjoyed that. Don't forget to ring ring. Check out more of the playlists because we've got tons of vlogs coming. Also, Maze Balls. There will be more Rammstein now because. Yes! Woo! They're back! Yes. And I think Till is all good. Yeah. So, can't wait. Can't wait, yeah. Exactly. More Rammstein coming very soon, which we're really looking forward to. Oh, yeah. Maybe not off the new album, but, you know, well, there's loads, let's face it, to enjoy with you absolutely. All. Right, what else you got to say then? Dash, dash, dash. No, I really enjoyed that. That's everything. I've rang the bell already. The clocker. The glocker. Yes, we'll see you on the next one. Take care. Have an amazing Friday. Ring the glocker. I've done it. Oh. Bye. Don't ring the glocker. Look six. I don't like. I can't subscribe. Ooh.